Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir Flüssigstickstoff-Overclocking und zwar mit einem AMD FX8350. Die CPU besitze ich schon mehrere Jahre. Ich habe mir damals eine einzige von diesen CPUs gekauft, hatte einfach unfassbares Glück mit dieser CPU. Lief extrem gut damals, war eine der besten CPUs, die es damals bei HBBot gab. Ist, glaube ich, immer noch in den Top 20 CPUs der jemals am höchsten erreichten Frequenzen, wie auch immer. Und damals habe ich das mit einem Asus Crosshair 5 Formula gemacht, also einem Mainboard, was schon deutlich in die Jahre gekommen ist. Und mittlerweile gibt es ja das Asus 79 Pro Gaming Aura, also gibt es ja auch schon seit einigen Jahren, aber es ist ein deutlich besseres Board für Sockel AM3. Deswegen dachte ich, wir probieren das nochmal aus, ob wir die Ergebnisse reproduzieren können von damals oder vielleicht sogar übertreffen können, weil wir haben eine deutlich bessere Spannungsversorgung bei dem 79 Pro Gaming Aura und ich habe auch noch zusätzlich ein relativ cooles Feature dran hier. Diese kleine Platine, ich würde jetzt sagen, ich zeige euch einfach mal, was es ist. Dieses Video wird unterstützt von der neuen Wireless FPS Gaming Maus Dark Core RGB Pro SE von Corsair. Die kabellose Premium Maus eignet sich hingegen viele Vorurteile durch die Corsair Slipstream Wireless Technologie und damit verbundener Latenz von unter einer Millisekunde auch ohne Kabel hervorragend für FPS und MOBA Games. Neben der Slipstream Funkverbindung lässt sich die Maus aber auch mit herkömmlichen Bluetooth und USB-C verbinden. Die SE Variante bietet zusätzlich auch die Möglichkeit, die Dark Core RGB Pro zum Beispiel über das Corsair MM1000 Mauspad induktiv zu laden und die Akkulaufzeit beträgt dabei bis zu 50 Stunden. Der Pixel PRW 3392 Sensor mit 18.000 dpi ist besonders energieeffizient und bietet maximale Präzision. Die Polling Rate von 2000 Hz, zwei austauschbare Seitenteile und eine 9 Zonen RGB Beleuchtung runden den Nager dabei ab. Mehr findet ihr über den Link in der Beschreibung. Erstmal haben wir hier das Setup. Ihr seht das 79 Pro Gaming Aura. Das Board ist auch noch nicht vorbereitet für Extreme Overclocking, das müssen wir gleich machen. Aktuell ein AMD Boxkühler drauf, den habe ich einfach drauf gepackt, dass ich Windows vorbereiten konnte. Windows ist hier auf der NVMe SSD drauf. Wir haben zwei Corsair Vengeance DDR3 Sticks, 2666 C10. Sehr, sehr gute RAM-Riegel, werden wir aber nicht wirklich verwenden heute, weil wir eigentlich nur CPU-Z validieren wollen, vielleicht ein bisschen Cinebench machen wollen. Das ist so der Fokus für heute. Und ihr seht hier oben, hier habe ich ein Kabel rangelötet. Hier oben ist so ein 3-Pin-Anschluss. Normalerweise sind da einfach nur drei Lötpunkte. Da ist nichts drauf. Ich habe dann eine Stiftleiste drauf gelötet und dann dieses Kabel angeschlossen. Und dieses Kabel geht zu dieser kleinen Platine, zu einem Elmore EVC 2. Hier seht ihr jetzt die Elmore EVC 2 Software, hier angeschlossen an den i2C Bus 1. Da klickt man hier einfach auf Find Device, dann stellt er schon fest, wir haben hier den CHL8328, das ist unser Spannungswandler-Controller. Den kann man dann hier links auswählen. Dann hat man hier alle möglichen Werte, die im Spannungswandler hinterlegt sind. Also die Schaltfrequenz zum Beispiel 300 kHz ist hier eingestellt. Wir haben Details zur Lloyd-Line-Calibration-Konfigurierung, natürlich die Kernspannung und so weiter, ist hier alles schon hinterlegt. Wenn wir dann hier noch auf den PM-Bus klicken, also auch natürlich von diesem Spannungswandler-Controller, dann haben wir hier auch die volle Kontrolle. Wir können hier Game-Mode auf Enabled setzen, habe ich schon gemacht, Gamer-VID-Type-Override und dann kann ich hier ganz einfach die CPU-Kernspannung extern einstellen und das Coole daran ist, viele Boards, gerade wenn die jetzt nicht unbedingt für Extreme Overclocking gemacht sind, haben diverse Spannungslimits. Also die können dann zum Beispiel nicht über 1,55 Volt gehen oder sowas. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier runter scrolle, könnte ich problemlos 2,5 Volt einstellen. Das wäre natürlich das Ende für die CPU, das wollen wir nicht. Aber wir können jetzt einfach mal beispielsweise 1,3 ist gerade eingestellt, dann stellen wir das auf 1,325. Ihr seht auch hier Output Voltage, das wird hier auch gerade alles aktiv gemessen. Wir haben ja nicht nur die CPU-Kernspannung, sondern wir haben auch die Leistung, was sehr interessant ist. Wir haben hier immer wieder so Spitzen, ich weiß nicht genau, was Windows da macht. Also im Idle immer so ein paar Watt und dann plötzlich wieder so 10, 20 Watt, also interessante Lastspitzen, die da immer wieder kommen. Wenn wir jetzt auf Apply Changes gehen und drücken OK, dann seht ihr hier, da wo jetzt mein Cursor ist, hatten wir 1,3 Volt. Wenn wir jetzt hier ganz nach rechts gehen quasi, auf den aktuellen Punkt, haben wir 1,326 Volt. Also so können wir jetzt im laufenden Betrieb ganz einfach die Kernspannung ändern, ohne dass wir eine Software verwenden müssen am System und ohne dass wir ein spezielles BIOS brauchen, wo die Werte freigeschaltet sind. Also das ist wirklich eine extrem coole Sache. Funktioniert mit einer riesen Anzahl von Mainboards und natürlich auch mit Grafikkarten. Also sehr, sehr interessantes Tool.
Das MOEVC ist da wirklich ein extrem hilfreiches Tool. Das haben wir auch schon in vielen von meinen Videos verwendet, damals, als wir Epic zum Beispiel übertaktet haben. Da kann man auch lustige Sachen mitmachen, wie Mainboard-BIOS zu flashen, die eigentlich gar nicht dafür gedacht sind. Wir haben damals zum Beispiel ein MSI-BIOS auf ein Asus-Board geflasht, weil das EVC 2 auch erlaubt, quasi einen Hardflash zu machen. Man überschreibt einfach alles, was auf dem BIOS-Baustein drauf ist. Kann man sehr, sehr cool mit rumexperimentieren. Kostet auch nur $35, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich weiß auch nicht, wie lange es das Teil noch gibt. Deswegen, falls ihr auch so viel experimentiert, kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut euch das sehr, sehr gerne mal an. Wie gesagt, erlaubt bei den meisten Mainboards und Grafikkarten die Spannung zu ändern, wenn es ein digitaler Controller ist. Erlaubt aber das auch, wenn es kein digitaler ist. Das ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht covern wir das mal in einem extra Video, wie man das macht, wenn euch das interessiert. Ansonsten habe ich das Setup soweit schon fertig vorbereitet. Windows ist drauf, EVC ist dran. Das EVC haben wir übrigens dran, dass wir, wenn wir die Frequenz ändern, gerade so im absoluten Grenzbereich, dass wir dann nicht mehr die Spannung anfassen müssen. Und manchmal ist es auch so, wenn man, ich sag mal, sich in der Region von 7 GHz, 8 GHz bewegt und die CPU so am absoluten Limit läuft, manchmal crasht die dann so ein bisschen, wenn man zu sehr übers Limit geht. Wenn man dann die Spannung noch erhöht, dann fängt die sich manchmal wieder. Dann kriegt man das System wieder stabil. Man kann das aber dann nicht am System selber machen, weil logischerweise dann die Software im Moment gar nicht funktionieren würde. Deswegen ist es extrem hilfreich, das Ganze extern über einen extra Laptop zu machen. Dann hat man volle Kontrolle drüber, ohne per Software was ändern zu müssen. Das ist der Grund, warum ich das gemacht habe und dass wir auch vielleicht interessanterweise, während wir extrem hohe Frequenzen haben, uns anschauen, wie verändert sich die Leistungsaufnahme von der CPU. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich gerade mehr hassen soll, mich selbst oder mal wieder die AMD-Halterung. Also die klebt mal wieder am CPU-Kühler, die CPU, ja. Und hier sind leider einige Pins verbogen, verdammt. Ich hoffe, ich kriege die gerade gebogen, ohne dass die abbrechen. Ich würde mich wirklich, wirklich hassen, wenn das jetzt einfach in die Hose geht. Okay, die CPU ist jetzt wieder im Sockel. Ich habe jetzt mal provisorisch nochmal schnell alles aufgebaut, bevor wir gleich anfangen, das Mainboard zu isolieren und alles vorzubereiten für Extreme Overclocking. Lieber nochmal schnell CPU einbauen, schauen, ob alles funktioniert. Dafür kurz noch eine ältere PCI-Debug-Karte reingesteckt und dann schauen wir mal kurz, was passiert. Das sieht gut aus. Alles funktioniert noch, dann können wir loslegen. Bei den CPUs der FX-Reihe, also alles, was 8000er Generation ist, wie das hier oder auch 9000er, 4000er und so weiter, können wir Fullpot machen. Das bedeutet, wir füllen den Flüssigstickstoff-Container komplett, haben dadurch ca. minus 190 Grad Celsius bei der CPU und das führt natürlich dazu, dass da alles ziemlich schnell eineist und auch relativ viel Kondenswasser sich bilden kann. Dementsprechend müssen wir das Board ein bisschen vorbereiten, weil das wurde noch nie verwendet für Flüssigstickstoff oder Extreme Overclocking. Das heißt, wir müssen die Heatsinks abbauen, weil hier ist es so, in dem Bereich, da ist es so kalt, da bildet sich kein Kondenswasser. Da wäre alles Eis, Eis ist nicht elektrisch leitfähig, da wäre es kein Problem. In diesem Bereich und gerade weil wir Abwärme hier drunter haben, bildet sich hier sehr schnell an dieser Grenze Kondenswasser. Bedeutet Heatsinks abbauen und darunter auf jeden Fall isolieren. Übrigens öfter, wenn man mal Spannungswanderkühler oder generell Kühler mit Wärmeleitpads entfernt, findet sich so ein Bild. Das sieht dann aus, als wäre irgendwas ausgelaufen. Und das ist in der Regel einfach Silikonöl, das sich aus den Wärmeleitpads herausgelöst hat. Kein Problem, ist ja auch nicht elektrisch leitfähig, aber wir wollen Flüssiggummi auftragen und dafür müssen wir das Öl entfernen, einfach mit ein bisschen Aceton abwischen.
Soweit ist jetzt wieder alles montiert. Die Isolation ist getrocknet. Jetzt noch Wärmeleitpaste drauf. CPU-Kühler montieren. Temperatursensor im CPU-Kühler natürlich vorher nicht vergessen. Und dann ein bisschen mit Küchenpapier oder Klopapier das so ein bisschen ausstopfen, dass wir gegebenenfalls entstehendes Kondenswasser auffangen. Und dann geht's los. Alles klar, die Plattform läuft soweit. Ich habe jetzt kurz ein bisschen Flüssigstickstoff reingekippt, damit das Ganze nicht überhitzt. Wir haben aktuell eine Temperatur am Kühlerboden von knapp 30 Grad Celsius. Cinebench R15 läuft gerade durch im Multi. Und wir starten mit einem CPU-Takt von 3 GHz auf allen Kernen, weil wir ja nur ein Modul hochtakten wollen. Die anderen drei Module bleiben ein bisschen niedriger, knapp 1,5 Volt. RAM läuft auf 2000 MHz. CL9 spielt für das, was wir heute machen wollen, eigentlich keine große Rolle. Haben jetzt ein relativ niedriges Ergebnis von 460 Punkten. Das passt aber, weil die CPU ja relativ niedrig getaktet ist im Moment. Und in der Elmo EVC-Software passt auch alles. Hier können wir sehen, hatten wir zum Beispiel während dem Benchmark-Run CPU-Leistungsaufnahme ca. 160 Watt im R15. Und hier rechts sehen wir dann zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Spannungswandlertemperatur war hier maximal bei 66 Grad Celsius, also auch sehr, sehr guter Wert. Im Moment habe ich folgendes Problem, und zwar alles ist schon relativ kühl. Wir haben hier ca. minus 125 Grad Celsius, und wenn ich jetzt runterkühle auf minus 160, dann geht alles aus. Also ich muss gerade herausfinden, warum wir einen Cold Bug auf dieser Plattform haben, was normalerweise bei diesen CPUs nicht der Fall sein sollte. Okay, cool. Jetzt bin ich bei minus 170 und es funktioniert noch. Das ist ja wieder ein typischer Vorführeffekt. Ich sitze jetzt gerade seit einer halben Stunde an diesem Problem. Gut, ich habe jetzt gerade im BIOS ein bisschen was umgestellt, habe ein paar Features deaktiviert, also ein paar CPU-Features, Onboard-Features. Vielleicht hat das ja geholfen. Ja, und schon sind wir bei 7 GHz. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Also wir sind jetzt gerade bei 1,9 Volt. Das ist schon relativ viel. Im Elmo EVC habe ich 1,85 V-Core. Wir haben ca. 50 bis 70 Watt gerade unter Last, obwohl wir nichts machen. Das ist einfach nur, weil die Frequenz so hoch ist. Sieht man auch hier relativ gut 30 Ampere. Spannungswandler natürlich lesen nur noch 1 Grad Celsius aus. Da haben wir es. 8 GHz auf der CPU. Hier sieht man übrigens sehr, sehr gut, was Extreme Overclocking so einem Mainboard antun kann. Ich hoffe, ihr könnt sehen, wie stark das Mainboard gebogen ist. Und es ist nicht wegen dem Flüssigstickstoffkühler, der da drauf sitzt, sondern weil eben das alles so kalt ist und da unterschiedliche Kupferlayer drauf sind, in unterschiedlichen Dicken, in unterschiedlichen Ebenen. Und somit verzieht sich durch das Board durch die Kälte einfach enorm, weil wir hier gerade knapp minus 180 Grad Celsius haben. Aber im Moment läuft eigentlich alles ganz gut. Ich probiere es jetzt ungefähr zum 10. Mal, so Richtung 8,2 GHz zu gehen. Ist nicht ganz einfach, aber ich bin noch dran.
Das System läuft weiter fröhlich vor sich hin, ist natürlich mittlerweile schon gut eingeeist nach circa 2 oder 3 Stunden, die ich jetzt schon dabei bin, würde ich mal schätzen. Und gerade mache ich noch einen Cinebench R15 Single Core Run bei knapp 7,5 GHz, einfach mal rein aus Interesse. Also man sieht schon, das dauert relativ lang. Aber ich wollte einfach mal wissen, wie so eine CPU bei 7,5 GHz ist von der Geschwindigkeit verglichen mit einer CPU heute Stock. Ich glaube, dass diese CPU selbst bei 7,5 GHz noch deutlich langsamer sein wird. 172 Punkte, das ist gar nicht so schlecht. Das ist so ein bisschen über dem Niveau von einem 4770K. Schauen wir mal, ob noch höher geht. Wir haben hierbei übrigens eine Leistungsaufnahme von ca. 100 Watt. Wenn man das bedenkt, dass es nur ein einzelner CPU-Kern ist, ist es natürlich schon echt enorm. Damit sind wir jetzt auch tatsächlich schon am Ende angekommen, denn ich habe einfach keinen Flüssigstickstoff mehr. Ich hatte insgesamt 30 Liter, die habe ich auch noch für eine andere CPU benutzt. Das Video kommt in einigen Wochen. Trotzdem 8350, einfach sehr, sehr, sehr schöne CPU. Einfach die Tatsache, dass man damit relativ einfach 8 GHz erreichen kann, was mit keiner anderen heutigen CPU möglich ist. Egal, ob es ein aktueller Ryzen ist, egal, ob es eine aktuelle Intel-CPU ist. Die aktuellen Intel-CPUs schaffen mit Flüssigstickstoff etwas über 7 GHz, mit Flüssighelium etwa 7,5, 7,7 GHz, aber auch die erreichen keine 8 GHz. Dementsprechend sind diese CPUs, Bulldozer, Vishera, sehr, sehr speziell, machen absolut Spaß und war sehr, sehr cool, das mal wieder zu testen. Auch interessant, dass so eine CPU mit knapp 8 GHz von der Single-Core-Leistung nicht mal im Ansatz an den aktuellen Ryzen 3000 rankommt. Da sieht man einfach, wie groß dann letztendlich doch die Technologiesprünge sind. Man hätte natürlich im Single-Core-Score noch ein bisschen was rausholen können, wenn man den RAM jetzt weiter getweakt hätte. Aber der RAM lief relativ entspannt, dass ich einfach so hoch wie möglich takten kann und da kein Limit entsteht. Damit hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir beenden das Ganze mit noch ein paar Close-Up-Shots von diesem wunderschönen System. Bis dahin, ciao!